of us out Moin Freunde, was geht? Freitag ist wird Zeit, dass wir mal wieder online sind. Ähm, unser Livestream, eine Stunde, Scooter hin, Live, stell uns deine Fragen. Wir sind wieder am Stüssel Und am Stüssel heißt, wir sind voll mit dabei. <laughs> ja, erstmal schön. Guten Morgen. Ja, wir haben es jetzt 17.22 Uhr. Die meisten sind jetzt wahrscheinlich im Feierabendverkehr gerade, oder? Schmitty 0802 ist auch am Start. Eleonora. Eleonora, haben wir mal wieder eine Lady hier? Torske ist auch am Start, moin. Äh, M. Jody ist auch am Start, gute. Markus Schneidereit, Ja, Du kommst definitiv von den Survivor Masters gerade rüber, das finde ich richtig geil. Liebe Grüße auch an die Survival-Jungs. So, ich muss mal trinken jetzt hier. Mm. Mark Neff ist auch am Schlüssel. Dr. Harley, Abend vom Bodensee, ja, ebenfalls. Stefan Quell ist auch da, hallo zusammen. Und Prost heißt es, ja, ist nur Wasser. Also das ist jetzt, ja, ja, genau. Ja. Wer mich kennt, der weiß, ich trinke ja eigentlich so gut wie kein Alkohol. Äh, das ist jetzt tatsächlich nur Wasser. Keine Sprite, Wasser. Naja, komm. Passt. Wir können ja mal gucken, wer noch alles reinkommt. Ähm, w ist auch da. Moinsen. Ja, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Habt ihr heute Morgen Frühstücksfernsehen gesehen? Ich habe mich ja weggeschmissen. Habt ihr meinen Post gesehen? Der ist auf TikTok mal schön viral gegangen. <laughs> Ich hey, muss das ja. Unbedingt kommentieren. Was war da los im Frühstücksfernsehen? Ja, sie hatten da einen absoluten Spezi, der alles wusste, aber irgendwie dann doch nicht. Und hatten da sechs, sieben Roller und dann ging es um das Thema, ja, was E-Scooter jetzt können und bliblabla. Ja, was kann denn so ein E-Scooter jetzt? Fährt 20 km/h schnell und ja, die, das günstige Modell hat jetzt hier nur eine Bremse. Und dann dachte ich so, hä? Merkt der eigentlich noch was? Der hat eine Rekubremse und dann hat er noch einen Kombi-Bremshebel und wir können 22 km/h schnell fahren. Dann ging es um das Thema Service und Werkstatt und dann wurde auch so erwähnt: so, ja, hm, da muss man sich jemanden suchen, denn für Motor und für Batterie. Renner ist aus Spanien, Test Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das Frühstücksfernsehen, ich war ja 2019 oder 20, ich weiß gar nicht mehr. Ich muss mal das Video raussuchen. Da waren wir auch im Frühstücksfernsehen. Live, da haben wir nämlich auch Elektroscooter und E-Roller vorgestellt. Das Witzige ist nur, dass die sich mittlerweile ja, die haben ja ihre eigenen Fachkräfte beim Frühstücksfernsehen. Ne? Das heißt, die präsentieren dann da quasi den Technikguru und der Technikguru zeigt dann, was er kann und was er nicht kann. Und wenn es um das Thema E-Scooter geht, hatte der leider gar keinen Plan. Naja, scheißegal, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, der TikTok-Short ist, ist auf jeden Fall schon mal bei TikTok viral gegangen. Haben wir mal entspannt 10.000 <laughs> Aufrufe. <lacht> das ist schon wieder so geil. Ich könnte mich schon wieder beöhren. Richtig, richtig cool. Ja, Freunde, was gibt es Neues? Was gibt es vor allem auch Neues bei euch? Ähm, ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen. Ja, jetzt. Wir waren jetzt gerade erst bei e in Itstei. Das ist äh, drüben in Hessen. Und wir haben euch ja jetzt quasi schon das Video veröffentlicht. Rund um das Thema e-Power Fun und wie sich der neue Puls fährt und vor allem wie auch der Prototyp aussah. Also das war auch mega, mega interessant. Ja, welche Fragen gibt es dann von eurer Seite aus? Gibt es Fragen? Wir gucken mal gerade, dass noch ein paar Leute erstmal in den Chat kommen. 24 Zuschauer haben wir jetzt gerade. Ähm, genau, super. War auf jeden Fall mega cool. Ich hoffe, das Video hat euch bisher ja schon gefallen. Falls der ein oder andere noch nicht gesehen hat. Zieht es euch rein. In der nächsten Woche werden wir noch einen kleinen Wheel bringen rund um das Thema Motor. Auch sehr interessant. Da geht es dann nämlich nochmal darum, worin eigentlich jetzt der Unterschied besteht zwischen dem EPF-2 zum Beispiel, dem Motor, und dem Motor vom Puls. Da sind wir nochmal ins Detail gegangen. Eigentlich wollte ich das nicht machen, aber ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, da mal ein bisschen näher das Ganze zu beleuchten und vor allem auch mal den Reifen mit der G-Schicht zu zeigen. Und wir werden zusätzlich noch das Interview veröffentlichen. Von ähm, mir und Christian Köhler, sprich dem Chef und Geschäftsführerinhaber von ePowerFun. Fun. Mega, mega interessant. Seid ihr mal so lieb, könnt ihr mal ganz kurz hier einen Kommentar reinknallen. Ich gucke mal, ob das hier funktioniert. Wir müssen hier gerade mal so ein bisschen die Technik checken. Ich hau mal ein Moin rein. So, Moin an alle. Jetzt hoffe ich, genau, an Twitch, TikTok, Gute. Luders World ist auch da, Gute. Gute, bist du aus den Niederlanden? <laughs> ja moin! Ja, was gibt's denn bei euch so Neues? Was hat sich denn jetzt so die Tage ergeben? Ich habe übrigens einen übelst interessanten Roller heute Morgen, trotz alledem, im Frühstücksfernsehen gesehen, und zwar den Navi N65i. Über den haben wir in der letzten Woche schon gesprochen. Fand ich mega interessant. Dass ich mir, ähm, werde ich mal Navi kontaktieren und fragen, ob die vielleicht mal so ein Rollerchen für mich hätten. Also, wir bringen ja jetzt in den nächsten Tagen noch einige E-Scooter-Videos. Unter anderem werden wir euch noch einen günstigen E-Scooter vorstellen. Der, oh ja, der hat richtig gut abgeschnitten. Der war gar nicht so teuer, 439 Euro. Also, da geht es jetzt weiter mit den E-Scootern unter 500 Euro. Dann haben wir noch den RCB, den jetzt auch die anderen Jungs schon getestet haben. Den habe ich auch noch am Start. Wir haben den Kokirin G3. Naja. Das ist aber klar. Also, ich meine, wir haben ein Militärgelände vor der Tür, der auch mal richtig langballert. Ne? Das Ding läuft ja normalerweise 50. Also, Cookie G3, G4 teste ich jetzt auch demnächst. Und es wird noch ein paar geile E-Bike-Videos geben. Und darüber hinaus, VMAX VX2 Extreme-Video wird noch kommen. Und Equid One-Video. Und natürlich unser Hilde-Video. Alles in der nächsten Woche. Boah, das wird eine richtig, richtig dicke Woche. Ich sage euch das. So. Der Marco Neidert ist auch da. Moin. Der Stefan Quell. Moin. Und Andreas Plaum ist auch da. Guten Tag zusammen. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen mal wieder so eine kleine konspirative Stunde am Freitag. Äh, wer Bock hat, stellt einfach seine Fragen. Haut sie mal in den Chat. Was gibt's Neues? Was gibt es Neues an der E-Scooter, E-Roller, E-Bike Front? Was macht denn das Verbot im ÖPNV? Da habe ich jetzt auch noch keine neuen Informationen. Habt ihr da schon irgendwie neue Informationen? Gibt es denn da irgendwelche neuen Informationen? Seid mal ehrlich, gibt es neue Informationen zum Verbot im ÖPNV? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das verläuft sich irgendwie im Sand. Ich habe da nämlich ehrlich, ehrlich gesagt habe ich dann nämlich gar keinen Bock drauf. Ja, ich weiß nicht. Erst waren sie alle scharf darauf, Elektroscooter zuzulassen. Und jetzt sind sie alle scharf darauf, Elektroscooter im öffentlichen Nahverkehr wieder zu verbieten. Also das irgendwie widerspricht sich das Ganze oder? Ähm, jetzt schreibt gerade der Muhammad Sawar, Mensch, moin erstmal. Bist du zufrieden mit deinem Motorbike? Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich das Meteorbike gar nicht mehr. Ich habe es verkauft. Ja, ich habe es verkauft an einen Freund, der hier auf YouTube auch bekannt sein sollte. Und da wird sicherlich auch noch das eine oder andere Video geben und eine entsprechende Verlinkung. Im Moment habe ich wirklich keinen Elektroorder mehr. Ja, das hängt aber damit zusammen und ich habe es euch ja gesagt und ich sage es auch immer in meinen Videos, dass ich ja ein Rückenproblem habe, was ich jetzt schon mehrfach behandelt. Habe und wenn dann das Bike, sprich der Roller, zu hart ist, geht es bei mir einfach auf die Bandscheibe. Da kann ich so viel Sport machen, wie ich will. Leute, ich sehe wirklich mittlerweile aus. Richtig, Mann. das sind nicht sechs Bauchmuskeln, die ich da habe, das sind schon zwölf. Ja? Ich nenne das schon fast ein Quadromuskel. Da ist schon der Bauchmuskel auf dem Bauchmuskel, auf dem Bauchmuskel. Und die Rückenmuskulatur, ja, die explodiert schon fast. Aber es hilft trotzdem nichts. Diese blöde Bandscheibe, ja, die muss halt eben diesen Nerv tangieren. Und wenn die den Nerv tangiert, ja, dann tut es richtig weh und dann kann ich einfach nicht mehr. Ja, was soll ich machen? Also von daher habe ich das Bike verkauft und bin ständig am Jammern und am Heulen, wenn ich mal wieder ein E-Bike teste, was keine Federung hat. Deswegen bin ich total happy. <laughs> oh, hey, ohne Scheiß. Dass ich, dass ich das Dukaway. Ich habe jetzt ein neues Fatbike hier, ein 26er Fatbike, das Dukaway DM530 Plus. Leute, ich schwöre euch, ihr habt noch nie so einen fetten Sattel gesehen. Andreas schreibt gerade, gerade macht deine Soulflow One Sammlung mit dem Soulflow One Original 399 komplett. Du willst unbedingt, dass ich den Soulflow One teste? Ja. Warum? Kannst du ganz kurz nochmal schreiben, warum wir den jetzt unbedingt testen sollten? Ist das echt so ein geiles Äquivalent? Ich finde ja so die E-Scooter, die wir jetzt gerade getestet haben, die waren schon ziemlich geil. Und ich sage ja, wir werden auch in der nächsten Woche, kommt jeden Tag ein Video raus und da wird eben auch so ein E-Scooter für 439 Euro mit dabei sein, mit Doppelfederung. Ja, ich habe den Namen schon, Evercross, Evercross, 10K, schlag mich tot, ich habe den Namen schon vergessen, scheißegal. Ey, das ging mal richtig gut, auch wenn der, ich sage mal vom Punch her, klar, ähm, hatten wir jetzt auch nur 400 Watt auf 36 Volt. Aber der war mal voll gefedert, aber richtig gut gefedert. Dagegen, wirklich, mit der Wabenbereifung und allem drum und dran, habe ich gedacht, ey, für 400, 500 Euro kriegst du schon einen vernünftigen Roller. Der hatte nur ein anderes Problem. Der hatte keinen Punch. Der hatte keinen Punch, keinen Druck, da ist nicht viel passiert. Ja, den kannst du tun, dann fährt der 27. Das ist dann wieder ganz nett, aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Würdest du uns trotzdem ähm, teilen, welche Erfahrungen du mit diesem Teil machen konntest? Oh, ja, klar, also... Das Meteorbike habe ich mir ja gekauft, weil ich zum einen so ein Designschwein bin und zum anderen, weil ich das mit diesem Soundmodul extrem cool finde. Und natürlich Made in Germany. Das war mir ganz wichtig, dass ich genau dieses Thema ein Stück weit unterstütze. Ähm, und die paar Kilometer, ich bin jetzt nicht viele Kilometer gefahren. Ich glaube in Summe, Ja, Servus, gut. M Schneidig, Schalömpchen. Ja, ähm, ja, und die paar Kilometer, die ich dann am Ende gefahren bin, bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, da bin ich recht zufrieden mit. 200 Kilometer. Und nach 200 Kilometern hat sich dann eben die Bandscheibe gemeldet. Also die Konstruktion an sich ähm, bei meiner Erstserie, ich muss ganz ehrlich gestehen, wir hatten noch so ein paar Kleinigkeiten. Ähm, wir hatten hinten ein Problem mit dem Hinterrad, ein Problem mit der Kette. Äh, es gab ein Problem mit dem Scheinwerfer, es gab ein Problem mit dem Display. Das haben die Jungs alles gefixt. Ne? Das hat dann am Ende auch funktioniert. Und die haben das Bike abgeholt, sogar bei mir zu Hause, weil ich dann irgendwann gesagt habe: Ach, Jungs, bitte jetzt aber. Und dann nach drei, vier Wochen ungefähr hat es gedauert, ähm, habe ich das Bike wiederbekommen. Ähm, habe mich dann aber dafür entschieden, dass ich gesagt habe: hey, Es ist so geil. Ich würde es am liebsten, auch wenn ich genug Kohle hätte, hätte ich es einfach nur in die Ecke gestellt, weil es einfach nur geil aussieht, dass es da steht. Und dann zwischendurch hätte ich mal den Soundgenerator angemacht. Das hätte mir schon gereicht. Aber dann kam das Thema mit dem Rücken und ich musste mich entscheiden. Und ich habe mich entschieden: Ich habe es verkauft. Bis dahin hat es aber Spaß gemacht. Das hat echt Laune gemacht. Ja, so viel möchte ich schon mal dazu sagen. Kurt schreibt gerade: Schönen Gruß aus Wien. Ja, schönen Gruß zurück. Heute mal zu einer christlichen Zeit, also 17.30 Uhr, denn ich habe meiner Frau versprochen, dass ich heute nicht um 20.21 Uhr auf die Couch geklettert bekomme, wie die letzten Tage, sondern dass ich heute um 18.30 Uhr Zeit mit meiner Familie verbringe. Ja, ganz wichtig. Ähm, der Frank Engelhardt schreibt gerade: Hi, hast du dich schon über den neuen Navi? Hahaha, ha, ha. hier! Der Frank schreibt gerade, äh, Navi äh, 65i informiert, äh, der hört sich echt gut an. 750 Euro, viele Besonderheiten, Lenker, einklappbar. Genau das ist es, ohne Scheiß. Ich, ich kriege Gänsehaut gerade, wirklich. Ich habe genau diesen Navi N65i im Frühstücksfernsehen heute Morgen gesehen und habe mir gedacht, das ist ein geiler Roller. Äh, richtig geil, ohne Scheiß. Äh, Preis richtig geil, dann vorne diese Nekke-Drahmen-Konstruktion, dass du den schön anschließen kannst. Und dann die Besonderheit, den Lenker konntest du so klappen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Jetzt ohne Scheiß, im Uhrzeigersinn. Also, die haben den so im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn, konntest du den ein- und ausklappen. Ich habe Navi genau aus diesem Grund heute angeschrieben und ich hoffe, dass ich da eine Antwort bekomme. Das würde mich interessieren. Falls die nicht antworten sollten, dann würde ich auch einen bei Amazon, wenn es da schon bei Amazon welche gibt, ähm, direkt bestellen. Ja, weil fand ich auch cool. Tolles Konzept, nettes preis und vor allem mit ABE. Ja, und ABE ist ganz wichtig. Nicht wie der Cookie G3, den ich jetzt hier habe. Ne? Wo man dann sagt, ah, 1200 Watt, 50 h, Welches Schwein braucht so einen Akku, äh, so ein Roller? Ich? Ich will es auch mal ausprobieren. Ihr, ich habe ja das Glück, dass ich noch das Militärgelände vor der Tür habe. Ihr, der meist, die meisten Leute da draußen ja nicht. Aber ich kann es wenigstens mal ausprobieren. Und genau das machen wir dann eben auch mit diesem Cookie G3, der jetzt da schon steht. Und Navi auch. tech for fun ist auch da. Moin. Ja, schön von dir zu hören. Unser C02 verspätet sich. Oh, Liefertermin wurde bundesweit verschoben. Schönes Wochenende, bis bald. Ah, ja. ja. Was bedeutet das, Freunde? BMW hat ja neben der C04, die, wirklich, also, die Geschmäcker sind ja verschieden. Ich finde das Ding trotzdem geil, weil es halt eben so ein Minority Report E-Motorrad ist ja? in der Klasse der A3E hat er ja jetzt die C02 für dieses Jahr im Prinzip angesagt und da gab es auch schon Tests im letzten Jahr, weiß ich nicht, wo die da waren, Portugal oder schlaf mich tot. Ich wurde leider nicht eingeladen. Ich habe BMW mehrfach angefragt und habe gesagt, ich würde gern die C02 fahren. Ja, mit Influencern arbeiten wir nicht zusammen. Okay. Tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich euch gefragt habe. Oh mein Gott, ich wollte Werbung machen. Eigentlich wollte ich es nur testen und wenn es gut gewesen wäre, hätte ich es ganz hart gefeiert. Scheißegal. Tech 4 hat sich bei mir gemeldet bzw. wir haben telefoniert. Schaut gerne mal auf dem Kanal von Tech4Fun vorbei und hat gesagt, da geht vielleicht noch was mit der C02 von BMW. Und wir haben da ein bisschen was vor und ich freue mich schon riesig darüber, dass wir demnächst die BMW C02 testen dürfen. Ohne dass BMW irgendwie Einfluss darauf nehmen kann, was ich denke, fühle, sage und teste. Hahaha! <laughs> Wird spannend. Ja, Also ich freue mich schon mit Tech4Fun. Und ihr wisst ja, ähm, wirklich, wenn es gut ist, wird es auch hart gefeiert. Und die Optik von der 10.02 ist richtig, richtig geil. Das kann eigentlich nur gut werden. Ich würde mich jetzt wundern, wenn da was anderes bei rumkommt. Klaas schreibt gerade Hi! Jo, ist Joko auch da? Ich schreibe so Klaas, ne? Klaas, wo kommst du her? Jetzt, jetzt hast du mich irgendwie angefixt. Jetzt will ich wissen, in dem Fall. gut, e auf fan ist auch da. Hallo, liebe Grüße von der Schwäbischen Alb. Oh, hier siehst du ganz oben, in dem Fall. Da würdest du mit dem EPF-Puls übrigens auch hochfahren können. Und mit dem Extreme weiß ich gar nicht, wo du nicht hochfahren kannst. Also, ja, ja. v habt ihr schon mal ein Extreme? Seid ihr den schon mal gefahren? Ist krass. Er ist wirklich krass, ohne Scheiß. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Steigung gibt in Berlin. Ähm, wo, man, wo ich den Extrem noch testen kann. Also, ich habe ja so ein, zwei Sachen auf dem Tempo verfällt, wo ich wieder ein bisschen aufpassen muss, weil wir nur diese 10-Zoll-Bereifung haben. Wo ich dann sage, okay, kurzfristig sind das jetzt hier mal 28 Prozent. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, also der Roller ist wirklich, wirklich extrem. Und ich bin leider, leider noch immer keinen Iohawk gefahren. Ja, Wie sieht es dann bei Iohawk eigentlich aus? Hat da mal jemand Informationen? Gibt es denn schon was Neues bei IOHawk? Ja, gib doch mal ein paar Infos raus. Ich weiß ja nur, dass vor ein paar Tagen, wie gesagt, gab es ja dieses Thema mit dem Display und irgendwas war noch gewesen. Schon wieder vergessen, was es war. Scheißegal. Ach ja, Service. Service. I come. Ja, also liebe Grüße nochmal an die Jungs Mädels von IOHawk. Ja, da gab es irgendwie ein Service-Thema. Ähm, ich warte immer noch auf Rückmeldung. Das wäre total geil, wenn wir das noch irgendwie hinkriegen würden, dass ich vielleicht nochmal so ein Elite X oder Phoenix testen darf. Wenn nicht, bestelle ich mir einfach ein. Ich bestelle mir einen, das ist auch kein Problem. Und dann könnt er den hierher liefern und dann teste ich den aus. So. Ist mir auch egal, das ist auch kein Problem. Aber ähm, man hat sich wohl dafür entschuldigt, dass man momentan wohl nicht ans Telefon geht oder weniger ans Telefon geht und weniger E-Mails weniger e beantworten kann, weil man momentan so einen hohen Krankheitsstand hat. Kann ich total nachvollziehen. Aber es ist wirklich so, es ist gerade wie mit dem Bitcoin. Ne? Es geht im Moment echt so. Und ich wünsche mir, weil ich einfach finde, dass Ayoku ja schon eine schöne Roller baut, dass das langsam mal wieder. Funktioniert, dass die Kunden dann eben auch zufrieden sind. Ja, welche Erfahrung habt ihr gemacht? Haut's gerne mal aus. ist auch da. Ja, was sonst? Musikfan, was ist denn los jetzt hier? Wann, wann kriegen wir denn endlich unser Video um die Ohren geknallt? Ich würde das ja gerne mal live kommentieren. Ich würde das dann genauso machen wie hier, ja, Freunde? Also, ich ich, ich, ich blende dann da oben den Rahmen ein, dann läuft hier das Video vom Musikfan und dann wirklich ohne Scheiß. Dann drücken wir auf die Stopptaste und dann wird das live kommentiert. Da habe ich richtig Böcke drauf. So. <laughs> also Musikfan, du weißt Bescheid. Du haust demnächst mal bitte einen raus. Musik, du, der Kamildrache ist auch da und äh, sagt, Scooter Ninebot Max 2D, gut. Ja, bitte. Versuchen wir jetzt einen ganzen Satz daraus zu machen, damit ich verstehe, was du möchtest. Also du willst mir jetzt wahrscheinlich sagen, oh ja, der, der Ninebot Max G2D ist ein geiler Roller. Da hast du vollkommen recht, das stimmt wirklich. Dirk Meisner, EPF Puls, ist dir gut. Also Dirk, der EPF Puls hat richtig Laune gemacht. Der war sehr, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte ja erst keinen Plan und dann dachte ich mir so: Oh, der Roller ist ja schön customized. Hinten, ne, wo wir dann unseren Spoiler haben mit dem Rücklicht, das sieht einfach nur scharf aus. Und großes USP ist, ist ja wirklich äh, die Federung. Die Federung ist super geil abgestimmt. Ja? Diese Scherenfederung mit dem Federelement, dem Polymer drin. Hatte ich jetzt gedacht, oh, wird jetzt zu weich oder so? Nee, war genau richtig. Es war richtig, richtig gut. Der Punch war gut. Hobby-Wing-Controller drin. Ey, Leute, hat Spaß gemacht. Toller Roller für tolles Geld. Ich glaube, ab 1.069 Euro geht es da los. Ähm, Zieht es euch rein. Und für 1.449, das habe ich noch im Kopf. Ey, das habe ich noch im Kopf. Früher bei Mercedes habe ich mir immer Zettel geschrieben, ja. Wir hatten ja Tausende Modelle, Avantgarde und Elegance und da musstest du wissen, was da für Ausstattung drin ist. Und dann habe ich mir immer so kleine Listen gemacht, die hatte ich immer in meiner Hosentasche und die habe ich auswendig gelernt. Und so mache ich das mit den E-Scootern auch. Ich ziehe mir die Scheiße so lange rein, bis ich das einigermaßen im Kopf habe. Und äh, ja, ihr kriegt, wie gesagt, den EPF-Puls für 1449 Euro mit 20 Ampere auf 21700 erzählen. Ähm, das ist enorm. Also ich fand den Roller richtig gut und ich finde, wir sind auch sehr fair und ehrlich daran gegangen. Ja, also man hat, glaube ich, auch gemerkt, dass wenn uns was nicht gefallen hat, haben wir es auch gesagt. Und vor allem sind wir mit der Kamera ja wirklich in jede Ritze. Ja, also wirklich in jede Ritze. Guck mal hier, in jede Ritze. Da siehst du selbst den kleinsten Pickel hier bei mir auf der Nasenspitze. So nah sind wir rangegangen. Naja, scheißegal. Muhammad Sawar schreibt nochmal, ich muss es gestehen, das Konzept von MetaWalk ziemlich interessant ist. Aber preislich, naja, naja du bist irgendwo zwischen 7.000 und 8.000 Euro. Das ist natürlich jetzt nicht wenig, aber es ist made in Germany. Und vor allem... Ähm, es ist wirklich komplett eigenständig. Ne? Das ist absolut German-engineered, customized, handmade. Und du hast auch einen Ansprechpartner, du kannst die Jungs anrufen. Das finde ich ziemlich geil. die Schwarz schreibt gerade: Kommst du eigentlich zu 100% zum Scooter-Treffen in Wesel bei den Survival-Jungs? Wäre cool. Ja, ich komme. Also zu 99,999%. Jetzt erstmal noch 0,1%, was mir irgendwie so ein Pups quält oder so. Kann natürlich sein, dass ich nicht komme. Ansonsten würde ich versuchen vorbeizukommen. Klaas schreibt gerade, haha. Joko ist wahrscheinlich nicht da. <laughs> Klaas kommt aus Berlin, liebe Grüße, der Zero-Pionier. Oh, der Zero-Pionier ist auch da. Zero-Pionier, du bist ein cooler Typ. Ich habe mir deinen Community-Report von gestern angeguckt und habe echt überlegt, ob ich sowas nicht auch mache. Irgendwie einmal im Monat rausrotzen, was äh, noch so ansteht, was einen beschäftigt und irgendwie hätte ich da auch richtig Bock draus. Ich habe ja auch so eine coole Couch, weißt du, da könnte ich mich dann einfach hinsetzen und wenn dann Taschentücher oder wir haben so eine Rassel, dann können wir das ganz hart feiern. Ich finde das super, ja, also Siro-Pionier, äh, äh, lieben Gruß an dich. Ich würd, mich würde auch mal interessieren, wie es jetzt mit der Maving aussieht vor allem und welche Kinderkrankheiten die Maving hat, weil ich hatte irgendwie rausgehört gehabt, es gibt so zwei, drei Sachen, ähm, die dir noch nicht so zusagen. Wann war das genau nochmal mit dem Treffen? Also wenn der Siro-Pionier jetzt auch noch zu dem Scooter-Treffen kommen würde, dann können wir auch zusammenfahren. da würde ich mich ja riesig freuen. Nehmen wir uns ein Zimmer, mein Freund. Und wenn du vielleicht noch dein Kiddi mitbringen möchtest, Ach, ich überlege gerade, ja, genau, das ist ja das Thema dann nachher, ah, hängt von der Strecke ab. Okay, quatsch mal noch mal in Ruhe. Musik grüß dich, genau E-Scooter Fan, bin mal gespannt auf den Test Marcel und war Fun. Ich fahre mit dem Elite gut hoch, danke. <laughs> okay, ja, wie gesagt, ich das ist, ich glaube auch das, was ich bisher gehört habe, Elite X bis hierher stärkster E-Scooter seiner Klasse ever. Ja, das ist, hängt einfach mit den beiden Motoren zusammen. So, Musikfan, bin auch wieder da. Musikfan, Grüße, sonnigen, Grüße aus dem sonnigen Zürich. Kommst du. Ehrlich? Kommst du aus der Schweiz? Wusste ich gar nicht. e davon. Ich fände es toll, wenn du es testen könntest. Du kommst doch nach Stuttgart, mach einen Abstecher 95 Kilometer weiter und fahr bei mir die Elite und Legacy 2.0. Wie? Du hast beide E-Scooter? Was ist denn hier los? Du hast wirklich beide E-Scooter? Bist du dir ganz sicher, dass du die in meine Hände geben willst? Naja, also wäre die Überlegung wert. Aber ähm, ich bin ja tatsächlich auf der iMobility. Ich, nicht nicht ich kann euch noch nicht genau sagen, an welchem Tag. Und Fabi wird auch da sein, denn der geht gerade bei mir in die Lehre als Kameramann. Wird ja Zeit. Ne? Der muss ein bisschen was lernen. Schmidt 0802, Andreas Plaum, Tests, habe äh, ich einige gefunden, aber null Infos zum Tuning. Ähm, welches Tuning meinst du jetzt nochmal? Ich habe jetzt gerade die Analogie dazu noch nicht verstanden. tech -Verfahren. Hallo Musikfan. Ah. Ja. Ist der Musikfan auch bei Tech 4 Fun unterwegs? Huhu, Tech. Gibt es drei Testvideos von <laughs> mir? Okay, also Musikfan, haut dem nächsten Video raus und wir werden das nochmal dann kommentieren. Da wird es auf jeden Fall eine Reaction von uns geben. Macht man das heute noch? Reaction? Kennt ihr das noch von früher? Also das ist ja locker. Also vor zehn Jahren war das total in. Ja, da hast du dir ein Video angeguckt und dann hast du darauf reagiert. Ich meine, haben wir auf jeden Fall was zum Feiern. Ich habe da richtig Bock drauf. So, Coach schreibt nochmal: Hast du schon mal etwas vom Kund von. RZ800 gehört. Was ist das denn bitte? Der Kund von RZ800. Das würde ich jetzt mal ganz kurz googeln, wenn ich darf. Kund von RZ800. Mhm. Was is ist denn das? Was ist das denn? Ah, hier. Ja, schön. Mhm. Ja, das sieht ja aus wie ein E-Scooter, der auch vollgefedert ist in dem Fall. Leute, wenn ihr Bock habt, gebt doch mal KUN von RZ800. Höre ich zum ersten Mal, ohne Quark. Noch nie gehört. Das allererste Mal. Was machen die noch? Ja, E-Scooter halt. Ne? Also sieht vom Rahmendesign nicht schlecht aus. Erinnert mich so ein bisschen an einen P65D oder GT1D. Und witzig finde ich ja auch, dass die auch in eBay kam. Und das wiederum erinnert mich an das DYU-T1, was wir gerade getestet haben und was hier hinten noch steht. Oha. Interessant. Ja, also äh, gucke ich mir gerne mal an demnächst. Vielleicht kriegen wir da auch mal eine Anfrage, ähm, dass sich da vielleicht noch ein Stück weit was ergibt. Ähm, der Musikfan schreibt gerade 85 Kilometer ist er gefahren. Ähm, 18 Grad, 18 Grad Außentemperatur meinst du jetzt? Oder 18 Grad in der Steigung, Was ist denn das im Prozent? 25, 27 Prozent, so in dem Dreh, ne? Ähm, Drache hat jetzt nochmal ein paar Smileys geschickt. <laughs> Musikfan knallt ja alles voll, richtig so. Schneid schreibt 1.6.24, Ach, ist das schon so weit? Am 1.6.24 geht es zum E-Scooter-Treff. Ich glaube, die Survivor-Jungs wollten ja irgendwie den größten E-Scooter-Treff. Ever machen, oder? Also, ever, ever, ever. Nein, das war nicht mein Bauch, das ist übrigens mein T-Shirt hier. Ja? Das sieht nur so aus. Ich habe ich hab ja gesagt, Quadro Pack. So, <laughs> sind nicht vier. Bop, 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 bop. Ja, Das wären dann 24 Bauchmuskeln. <laughs> ah, geil. Scheißegal. So, E-Scooter Fun schreibt ja. Musikfan schaut später das dritte Video an. Das ist eine wenige Infos-Fortsetzung. Jens Weber schreibt Moin Moin. Ebenfalls Moin Moin zurück. Andreas Fröhlich, heute meine erste Fahrt mit meinem RCB. Das ist ja geil. Echt? Wie war es denn? Das würde mich jetzt mal interessieren. Jetzt sind wir sind mal wieder bei dem Thema günstige E-Scooter. Ähm, habt ihr euch mein letztes Video angeguckt? Wir hatten ja im letzten Stream auch über das Thema. Günstige E-Scooter gesprochen. Und was haben wir gemacht? Ich schalte mal gerade die Kamera um. Sekunde. Ja, da steht schon was, ne? Da steht Cookie Rin. Cookie Rin. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich schalte mal scharf für euch. Ich habe aber auch, ich habe aber auch einen RCB. Geil, oder? Guck mal hier. Machen wir einfach mal die Dietersdorfer Großbärener Stadtmusikanten daraus. Wird Zeit für euch mache ich sogar noch das Licht an das wäre doch was oder <laughs> unten die Powermaschine 50 kmh und oben <laughs> seid ihr auch geil ja, und oben haben wir jetzt ähm, noch den 330 Euro e-Scooter so licht wieder aus dann ist das ganze nämlich ein bisschen romantischer ich schalte mal hier die Kamera gerade wieder um ja erzähl mal wie war es denn mit deinem ähm, RCB bist du zufrieden ja nein also ich sage ja ich habe ja vor kurzem den evercross getestet ähm, wie hieß er? VK10, ich habe keine Ahnung. Die haben so also ganz komischen Namen. EV10K Pro, glaube ich, hieß er. Regulär kostet der 539 oder 549. Dann kriegst du noch 100 Euro Rabatt bei Amazon. Dann bist du bei 400 in der 39er. Und dann hast du aber einen E-Scooter mit Doppelfederung und 10,4 Ampere-Stunden auf 400 Watt. Aber, ja, war okay. Du konntest den mit 6 Mal drücken, konntest du den dann ganz schnell tunen. Also, äh, auch interessantes Konzept. Ich weiß immer gar nicht, wie die das, äh, wie die das durchbekommen. Ja? Normalerweise kriegst du ja dafür eigentlich gar keine ABE, aber die haben es dann doch geschafft. Cool. Technologie Live ist auch am Schlüssel. Moin, moin. Äh, was geht, was geht? Ja, es ist 17.47 Uhr. Ich habe gesagt, wir machen heute mal eine Stunde früher Stream. Schnacke ein bisschen. Wer Fragen hat, haut die gerne mal raus. Und wir haben schon festgestellt, dass wir die Woche eine ganze Menge Videos rausgehauen haben. Boah. Und nächste Woche geht es so weiter. Ähm, ja, Wochenende bleibt jetzt erstmal clean, außer das eins frühstücksfernsehen fühlt sich genötigt, am Sonntag nochmal E-Scooter zu testen. Dann kommen wir alle auf den gleichen Trichter, dass wir doch bitte jemanden einladen sollten, der auch weiß, wovon er spricht. Ähm, aber das Witzige ist, wir haben heute Morgen noch so einen kleinen Short gemacht. Auf YouTube ist der ja gar nicht so abgegangen, ja? aber auf TikTok ist der ja schön abgegangen. Ich bin ja immer gespannt. Auf YouTube haben wir bis jetzt 1600 Aufrufe, ja. Auf Pass auf. Auf TikTok hat ihn irgendwie der Algorithmus mal mitgenommen jetzt. Ähm, da sind wir aktuell bei warte, 10.751. Naja, wer weiß, vielleicht reagiert. Gibt es ja noch eine Reaction von ähm, dem Frühstücksfernsehen. Ja. Früher waren wir auch mal beim Frühstücksfernsehen. Da haben wir auch E-Scooter vorgestellt. Ich hätte mich mega gefreut, wenn ihr so mal eingeladen hätten. Das wäre richtig geil. Da war ich sowas von nervös, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Gibt es auch ein passendes Video bei uns? Das war 2019, als die elektro oder 20 in Kraft getreten ist. Ja. Und dann sollten wir erst drei Auftritte haben. Da sind wir da um 4.30 Uhr ja schon aufgeschlagen, weil 5.30 Uhr ging es ja schon los. Und dann sollten wir dreimal auftreten. Am Ende waren wir viermal am Schlüssel. Dann hatte ich sogar noch das Mic in der Hand. Ich weiß es noch ganz genau. Der Moderator fährt gerade die Super Soko TC und ich habe dann irgendwie Astro TV anmoderiert. Was macht der da? Der quatscht einfach ins Mikrofon und Millionen gucken zu. Ja. Das war eigentlich ein total witziges Video. Ah, leider auch nur 10.000 Aufrufe bisher. Ach, Scheißegal. Aber dann hast du sowas. ne? So ein Short, der macht dann an einem Tag, der das andere Video macht in vier Jahren oder fünf Jahren äh, 10K und das macht dann an einem Tag wieder 10K. Es ist echt crazy. Naja, scheißegal. Code schreibt gestern mal, Code ähm, G gerade gestern bekommen. Dann Fingerprint. Äh, wie? Das musst du mir jetzt erklären. Was für ein Fingerprint? Hast du ein E-Scooter mit Fingerprint? Hat iHawk Fingerprint? Ich verstehe es jetzt gerade noch nicht. Egal. Eko Gleit schreibt, hallo, was geht? Ja, Freunde, wir sitzen hier gerade auch noch schön beisammen und schnacken ein bisschen. Thorsten guckt uns gerade zu und zwar verfolgt Thorsten Sass unseren Livestream direkt von Facebook. Heute hat nämlich mal alles geklappt. Ja? Ich habe heute den Streamer direkt gestartet, ohne ihn vorher anzuteasern, weil das scheint mit Restream nicht so gut zu funktionieren. Wenn du da nämlich ein Event erstellst, wird quasi der Stream erstellt an sich... Und wenn ich dann den Stream starten will, zieht er sich einen neuen Stream. Deswegen starten wir zukünftig äh, immer freitags jetzt zwischen 17 und 19 Uhr unseren Stream. Ähm, ich habe da noch keine feste Uhrzeit, weil wir momentan einfach so viel zu tun haben, dass sich das dann einfach immer spontan ergibt. Und wir haben auch einen Zuschauer auf Twitch. Das ist der Ado Rondier. Moinsen, ja schön, dass du da bist. Reading ja, jetzt, warte, ja. Ähm. Sekunde, jetzt hat sich gerade meine Maske wieder gemeldet. Es ist alles okay, ja? Kein Problem. Ich habe hier so einen Ironman-Helm und der hat so eine Sprachbedienung. Da muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Welding Pro schreibt: Hi, hast du Tipps für einen guten, bequemen E-Scooter oder ein E-Bike? Preisspanner bis 20... <laughs> Was? Wie? Preisspanner bis 20.000 Euro. Bist du sicher, dass wir über ein Fahrrad sprechen und nicht über ein Auto? Ähm, ähm, Bauch wäre auch okay. Lull. Hä? Hm? Ich habe es nicht verstanden, aber egal. Also ich, ja, also E-Scooter, also ich, ich kenne jetzt aktuell keinen E-Scooter bis 20.000 Euro. Es gibt so ein paar Modelle, die dann so 180 km/h schnell fahren oder 160 km/h schnell fahren, die echt groß und schwer sind und ja, krass. Aber die natürlich in Deutschland nicht fahren durst. Und ein E-Bike bis 20.000 Euro. Ich glaube, du hast dich verschrieben. Du meinst bestimmt 2.000 Euro. Ja, schreib es noch nochmal rein in dem Fall. Ja, wie kam es zu dem quadro Ja, Übung. Ganz, ganz klar. Ich trinke mittlerweile nur noch Wasser. Das ist nämlich das Gesündeste, was du machen kannst. Ja? Ich trinke ganz viel Wasser, schluck's runter und das war's. Und plötzlich, ja, irgendwann, ne? und wenn du dann weniger Schokolade isst, was ich auch gerade versuche, dann kommt es irgendwann automatisch. Dass ich das Pack aufbaut und zu dem Pack noch ein Pack. Dann gehe ich ja auch oft in die Knie, wenn ich irgendwelche E-Scooter annehmen muss. Und ich merke auch, dass ich richtig Nacken bekommen habe. So richtige Flügel hier. Wenn ich den mache, ich warte ab. Nächstes Mal, wenn ich über so eine Bodenwelle springe, hebe ich wahrscheinlich ab, schon so breit geworden bin. Naja, wenn Tanja jetzt kommen würde, würde die jetzt wahrscheinlich ein Lachfleck bekommen. Die würde jetzt sagen: Hast du hier noch nicht so einen Scheiß, du mit deinem buddha Ja, ist ja gut. Dann nichts gesagt? Ähm. Also das das pack ist immer noch in meinem Kopf. Ich hätte es gern, aber ich denke, wenn ich mich jetzt hinsetze, bilden sich dann schon leichte Reden. Aber das ist nicht das Quadro-Pack. Scheißegal. Torsten, schreibt noch mal das Video vom Puls. Gerade war schon geil. Ja, das ist auch ein gutes Gut an dem Fall. Wenn der scheiße gewesen wäre, hätten wir es auch gesagt. Wir sind auch dahin gefahren zu e Powerfan ja. Ähm, und ich habe auch ganz klipp und klar gesagt, sage ich sage Leute, wir testen das heute hier. Aber wenn was Kacke ist, werden wir es auch sagen. Und dann, das fand ich cool. Dann kam aber auch so die Antwort: Ja, das ist uns auch wichtig. Ja, du bist jetzt ruhig. Ist uns auch wichtig, dass wir da ein authentisches und ehrliches Feedback bekommen. Und das haben sie auch bekommen. Und deswegen auch sehr interessant. Nächste Woche schaut euch ruhig nochmal das Interview an, dann mit dem Geschäftsführer von ePowerFun, dem Stemm Köhler. Das ist super, super interessant. Einfach auch die Menschen mal hinter der Firma kennenzulernen und auch diese Ideologie. Die e power -Fun eben auch verfolgt, genauso wie viele andere Firmen, die wir eben ja auch haben, wo wir ja auch gerne testen. Und seid gespannt, wir haben auch die Trittbrett-Hilde getestet. Ja, das wird ein spannendes Video. Wir waren nämlich mit der Hilde im Gelände und offroad unterwegs auf unserem Militärgelände. Lasst euch überraschen, nächste Woche ähm, drehen wir nochmal gemeinsam eine schöne Runde mit der Trittbrett-Hilde. Ähm, Eco-Gleit schreibt auch gerade: Welding für 20k kriegst du ein ganzes Auto, Elektroauto. Genau, Andreas Fröhlich, bisher nur Mietroller gefahren, aber der RCB macht Fun. Alle Fahrstufen getestet, inklusive Tuning. Tuning beim RCB ist wahrscheinlich auch 6x, 8x, 10x oder 20x drücken. Ne? Ist ja eigentlich immer dasselbe. Ähm, okay, Eco gleit schreibt gerade: Warum der Kukirin G3 und nicht den G2 Master? Ja, das kann ich dir sagen. Kukirin hat mich angeschrieben und ähm, wir kennen uns jetzt noch nicht. Und wir lernen uns jetzt erst kennen. Und jetzt kriege ich erstmal den G3 und G4 und darf das Ganze testen. Und das mache ich ehrlich gesagt gerne. Kann ich hier nur bedingt testen? Ist ja klar, wir dürfen ja damit eigentlich nur auf Privatgelände fahren. Aber ähm, ich habe einfach mal wieder Bock, richtig Gas zu geben. Und ihr wisst ja, oft in dem äh, dieses ehemalige Militärgelände, was wir da haben, wenn du da unter der Woche morgens um 8 bist, ist da keine Sau. Da störst du auch keinen. Und du kannst einfach ein bisschen Spaß haben und mal, mal, mal Feuer geben und immer natürlich. Unter Berücksichtigung dessen, dass man vorausschauend fährt. Ne? Äh, ja, und den G2 Master würde ich auch gerne testen. Ich möchte einfach mal ein Gefühl bekommen, weil ich immer wieder höre: Kukirin, Kukirin, Kukirin. Auch die Survival-Jungs mir hier ja immer wieder erzählen äh, in ihren Videos, wie gut denn Kukirin ist. Und jetzt will ich einfach mal ein Gefühl bekommen, um auch mal äh, so eine Analogie zu haben zu einem EKRV-E-Scooter und wo dann jetzt wirklich die Unterschiede stecken. Dass der jetzt schneller ist, ist gar keine Frage. Aber ist der Rest auch so gut? Das würde mich einfach nur interessieren. Also Interesse halber. Ja, wir wissen alle, dass man das offiziell nicht fahren darf, aber wer genug Platz hat, so wie ich jetzt, ich habe ja das Glück, Platz zu haben, ähm, probiere es einfach mal aus. Andreas Rödig schreibt gerade: RCB gleich Evercross. Ich glaube, dass der RCB, also ich weiß nicht, welchen ich jetzt hier habe. Welchen RCB habe ich eigentlich? Müsste ich noch mal klären. Ich gucke noch mal, welchen RCB ich habe. Ich liefere da auf jeden Fall noch mal ein Video nach. Das kommt dann in der nächsten, übernächsten Woche. Ego gleitet dann hol dir einen guten E-Roller. Oli P, Oli P ist auch da. Ey, nein, Leute, wir hatten Glas jetzt hier und jetzt ist noch Oli P da. Ich habe den RCB gekauft. Was denkst du über die Akkus? Sind diese gefährlich? Nein, natürlich nicht. Leute, wirklich, Butter bei der Fische. Ja, da gibt es bestimmte Normen, die eingehalten werden müssen, damit diese Fahrzeuge überhaupt eine allgemeine Betriebserlaubnis bekommen. Und äh, wenn du das nicht einhältst, wirst du in Deutschland auch nie eine ABE bekommen und somit auch nicht durch das KB, KBA zugelassen. Äh, und somit müsst ihr euch da überhaupt keine Sorgen machen. Das ist jetzt nicht so, dass da bloß Plus, Minus irgendwie an den Akku gelötet ist, sondern diese Akkus erfüllen gewisse Standards, ähm, die auch mittlerweile, also bis zu einem gewissen Zeitpunkt, waren die auch höher angesiedelt als bei einem Pedelec. Deswegen ist gerade die. Die Geschichte mit, wir verbieten jetzt hier mal E-Scooter in öffentlichen Nahverkehrsmitteln, eigentlich, ja, ist total, totaler Quatsch. Macht gar keinen Sinn. Weil, was sind denn dann Pedelecs unter anderem? Ja, das ist, ja, dann werden ja dann auch fahrende Bomben. ist alles Schwachsinn. Ja? Das ist momentan, wie er sich das ausgedacht hat. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass man sagt, in einem Tunnel könnte es natürlich zu einer Verpuffung oder was auch immer kommen, wenn irgendjemand auf die schwachsinnige Idee kommen würde, vielleicht mit einem 60-Volt-Ladegerät an ein 36-Volt-System zu gehen und ihr hätte dann vielleicht noch eine Powerbank dabei, die wäre dann aber auch so groß und das Ganze würde ich dann noch in, in der U-Bahn machen, in einem Tunnel und wer weiß, und vorher haue ich mit dem Hammer nochmal auf den Akku und vielleicht klappt ja irgendwas und dann halt ich noch den Wasserschlauch rein. <laughs> ewig. Ähm, ja, bin ein bisschen abgekommen. Aber was will ich damit sagen? Du musst dir gar keine Gedanken machen. Also jeder E-Scooter, der, hast du irgendwas in den letzten fünf Jahren gehört, dass hier in Deutschland ein AWE E-Scooter abgefackelt ist? Nein, ich meine, das ist das eine, ob dir quasi dein Vaporisator in der Hosentasche hochgeht, weil er aus China importiert ist mit irgendeiner, irgendeiner Zelle, ja, die dann eben überhitzt, oder ähm, ob du dir wirklich so ein Hover, China Hoverboard importierst, wo du überhaupt keine Schutzschaltung hast, nicht mal ein BMS oder irgendwas anderes. Das sind völlige Unterschiede, Riesenunterschiede. Macht euch bitte keine Sorgen. Das ist Panikmache, die absolut umsonst ist. Bernhard ist auch da und der guckt uns von Twitch zu. Ja, moin, schön, dass du auch am Schlüssel bist. Bernd Hensinger schaut mal, guten Abend. Der Puls ist schon nice und dein Video dazu hat dir gefallen. Yes. Also wenn dir das gefallen hat, dann kriegst du jetzt noch mal ein Lächeln von mir. Ist gut, ne? ich, ich, ich übe gerade hier ein bisschen Streaming, ja. Ja, ähm, ist, schon, ist schon ganz witzig in dem Fall. Andreas Fröhlich ist auch da. Habe ihn heute fast leer gefahren auf 10%. Morgen Reichweitentest. Okay, Reichweitentest mit dem EPF Puls. Würde mich auch interessieren. Geht ja gar nicht, weil ist ja noch gar nicht ausgeliefert. Über welches Fahrzeug reden wir? RCB sicherlich, ne? Was hat er für einen Akku drin? 7,5 oder 10 stunden Bernd Hansinger, wo ist Ironman? Ähm, da. Also Ironman ist da und der... Little Iron Man ist beschäftigt. Er ist Teenager. Er kann ja nicht ständig äh, hier Papa am ähm, Zipfelchen kleben, weißt du doch. Ähm, Technologie fragt gerade: Bekommt man Geld für so einen Auftritt im TV? Nein, auf keinen Fall. Du dürfst die ganzen Sachen sogar noch selber mitbringen. Das ist ja eigentlich das Allerschärfste. Finde ich aber okay. Es geht ja darum, über das Thema zu berichten. Und wir sind damals mit einem Transporter voll mit 10, 12 Fahrzeugen dahin gekarrt. Haben da den ganzen Tag verbracht, haben eine Stulle bekommen und gab äh, auch einen Schluck Wasser. Und es war auch richtig, richtig cool. Hat richtig Laune gemacht. Aber Geld kriegst du dafür leider nicht. Nein. Ist halt so. Ne? Ähm, Ecoglide Tag, Tech kommt drauf an, welche Reichweite du mitbringst. Code G schreibt, entsperren mit Fingerprint oder App, kein Schlüssel oder NFC-Karte. Sperren mit Fingerprint oder ich habe den Zusammenhang von Code noch nicht verstanden. Du würdest jetzt gerne einen E-Scooter haben wollen mit Fingerprint? Ich weiß es noch nicht. Bernd Hensinger: Hallo Tech, ja, Fersengeld, genau. M Schneider ist auch da. Das würde mich auch interessieren. Bernd: Ja, was denn? Ich verstehe nicht. Ich, ich hänge zu weit hinterher. Kennst du den Ali 5? Ich <laughs> den Ali 5 nicht. Ich hatte mal einen Ali, der hat wirklich in der 5 gewohnt. <laughs> das ist schön Schöner zusammen. Das war schon 20 Jahre her, aber er wohnte direkt neben mir. Und der hieß wirklich Ali. der wohnte echt in der 5. Das war schön. Der ist zwar nicht gefedert, aber sehr kompakt. Leicht unter 6 Kilo und eine gute Reihe von bis zu 30 Kilometer. Okay, hat er dann wirklich eine Zulassung? <laughs> okay, wegen dem raushängenden Shirt vorhin. Hallo, hallo, hallo. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist nur ein T-Shirt gewesen. Hier. Das ist nicht mein Bauch gewesen. Genau. Ähm, wir haben jetzt über 100 Messages schon eingesammelt. Oli P. schreibt. <laughs> ich finde das so geil. Oli P. Übrigens haben wir nach euer Messerempfehlung. Die Lea Hammer K1 gekauft. Absoluter Schrott. Nur zu deiner Info. Was? Wie? Also erstmal, wie alt ist jetzt bitte schon dieses K1-Video? Zweitens, wir hatten eigentlich mit dem K1 nie Probleme. Ähm, was ist das Thema? Hast du ihn nicht mehr zusammengeklappt bekommen? Würde mich nochmal interessieren. Allein Götschel ist auch da, genau von Rapid knapp 20k. Ja, super. Hat jemand 20.000 übrig, vielleicht für ein E-Bike oder einen E-Scooter? Das wäre doch jetzt genau das Richtige. Ähm, eco schreibt nochmal, ja, kommt auf den Sender an und auf deine Reichweite und Position, aber meistens bekommt man ZMD-Sprithead und kleine Pauschalen. Aha. Stefan Reschke, hi, was hältst du vom neuen KQi 300X? Ja. Oder ist der NIO KQI Max besser? Also in der Vergangenheit war keiner der NIOs besonders pralle. Ähm, es würde ja, müsste man jetzt mal testen. Aber das sind jetzt die Erfahrungswerte, die halt eben schon ein paar Jahre zurückliegen, aufgrund der Tatsache, dass wir auch in den letzten zwei Jahren regelmäßig Anrufe von NIO-Kunden bekommen haben, die Probleme hatten mit ihren KQI-Modellen. Ey, das war echt viel. Wirklich ohne Scheiß. Ich sage jetzt nicht, dass alle NIOs äh, nicht gut sind, aber ja. Ähm, es gab schon echt viele Probleme mit den Kakui-Modellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Adoron schreibt gerade, hat der Puls jetzt eigentlich sicher IP65? Ja, hat er. Allein Götschel-PM kann ich den Link senden. Aha. Coach schreibt gerade, es gibt ein Video, da kostet der E-Scooter 200.000. Ist der vergoldet oder was? Und Lamborghini draufsteht? Oder da bekommst du aber auch ein Wohnmobil dazu. Ja. Ja, natürlich. Du kaufst auch tatsächlich kauft man den E-Scooter und bekommt dann das Wohnmobil umsonst. Das ist auch der Deal, den man da einfach machen muss. Aber dann kostet das eben auch mal 200.000 Euro. Ja, das war die Nummer mit Karthago, wo wir auf der Messe waren. Ja, und äh, das war schon sehr interessant. Da ging es um die Firma Iquid und die hatte den Iquid X Plus am Start, inklusive diesem Wohnmobil, was sie den Leuten mit dazugegeben haben, wenn die sich für den Elite X entschieden haben. TechkoFan schreibt, habe nur gute Erfahrungen mit unserem EPF2 gemacht. Kann ich auch sagen. Auf den Puls freue ich mich schon. Bin sehr gespannt. Allein Götze schreibt nochmal, bitte beim Kukirin auch den G4 Max testen. Ja, würde ich gerne machen. Jetzt teste ich erstmal den G3, dann den G4. Und wenn Kukirin dann sagt, das Video hat uns gefallen, du! Kriegst jetzt von uns den G4 Max? Dann sage ich nämlich Danke, vielen Dank. Ja, Bernhard sagt, ja, aber selbst von diesem wenig bekannten E-Scooter von Airbike müsste ich mir ehrlich gesagt äh, anschauen. In dem Fall, Eco Gleit schreibt, ähm, du hängst sieben Minuten mit dem Chat -Eteil. Was kann ich dafür, wenn ihr alle so viel schreibt? Ich, ich beantworte ja eure Fragen und wenn dann die nächste Frage kommt, bin ich ja gar nicht so schnell. Ich würde es ja gar machen. Immer wenn du sagst, schreibt gerade, wurde es so sieben Minuten geschrieben. <laughs> Ja, ich gebe mir jetzt ganz viel Mühe, wirklich die Sachen nur noch quer zu lesen. Ja? Selbe Firma laut ABE. Ähm, Andreas Holli schreibt gerade, ja, Mal drücken, 25 bis 28 km/h bei 80 km/h Körpergewicht, bei 80 kg Körpergewicht. In der ABE steht RCB Evercross. Ja, dann werden die wahrscheinlich wirklich ähnlich sein. Da hast du vollkommen recht. Äh, Minicraft GHG kenne ich ja noch gar nicht. Du bist aber neu, oder? Ähm, lohnt es sich, den Xiaomi Electric Scooter 4e Scooter zu holen? Ist gerade bei Mediamarkt im Angebot. Generell kannst du jeden Xiaomi ohne Probleme fahren. Guck nur, wenn du im Service bist, dass du dann eben ähm, auch einen passenden Ansprechpartner hast. Mit Mediamarkt hast du ja eigentlich einen passenden Ansprechpartner. Da kann ja nicht viel schief gehen. Okay, also irgendwie hat sich meine Maske gerade. Warte mal ganz kurz. Ey, du reagierst aber heute wirklich mega empfindlich. Ey, ist ja unglaublich. Wahnsinn. Ähm, Schneidi schreibt gerade, ja, so ein Quatsch, äh, wenn der Akku brennt, rennt. <lacht> <lacht> ja, so ein Quark. Der Akku brennt doch nicht einfach so. Ähm, EchoGlide schreibt gerade, ja, liegt vielleicht auch daran, dass Tier, die Leih-Scooter-Firma, jetzt Kooperationen mit besagten Verkehrsbetrieben hat, die jetzt Scooter verbieten. Ei, Caramba, das ist, das, ist denn das eine hundertprozentige Information, die du jetzt gerade rausgibst? Ich habe sowas ähnliches auch schon mal gehört. Ich weiß aber nicht, ob da was dran ist. Und ihr wisst ja, wie das immer so ist mit diesen Verschwörungstheorien. Natürlich, wenn ich in so einem Gremium drin sitzen würde, würde es mir schon gelegen kommen, wenn der normale, klassische EKLV-E-Scooter nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr genutzt werden darf. Dann macht es natürlich schon Sinn, darüber nachzudenken, vielleicht auf einen Leihscooter umzusteigen, um somit vielleicht seine Wegstrecke zu vollziehen. Hm. Denken wir alle mal drüber nach, aber ich weiß es halt nicht. Ja, Oli P schreibt gerade, danke für die ausführliche Antwort. Sehr, sehr gern. Ich glaube, ja, hier schreibt gerade gerade gesehen, sie haben die, die Beschreibung des Puls wohl angepasst. Da steht nicht mehr IPX4, sondern tatsächlich IP65. Das ist auf alle Fälle ein großer Pluspunkt. Ist tatsächlich so. Ja, kann ich nur bestätigen. MiniCraft. MiniCraft schaut ebenfalls von Twitch zu. Herzlich willkommen. Lohnt es sich, den Xiaomi Electric 4 Scooter zu holen? Ja, genau. Hatten wir schon die Frage. Deine Videos waren, Oli P schreibt nochmal, waren und sind einfach die besten. Soll kein Honig um dein Schnäuzchen. Das ist ein Drei-Tage-Bad, ja. Äh, ist aber nach meinem Empfinden so. Das freut mich. Jeder empfindet das anders. Ne? Der eine sagt so, der andere sagt so. Wir sind ja eine Bubble aus äh, verschiedenen YouTubern und äh, ich verweise immer gern an die Kollegen. Ob das jetzt Technologie-Life, Technik-Test, wer war noch? Wicker Wille, Survival Masters. Und habe ich jemanden vergessen aus der Bubble? Oh, seid mir bitte nicht böse, wenn ich jemanden... Mikrofahrzeuge. Ja, der René vom Mikrofahrzeug. Geiler Typ. Den mag ich auch sehr gern. Sehr authentisch, sehr ehrlich ähm, und hat auch coole Fahrzeuge und mehrere Läden. Ich glaube, der hat sogar drei Geschäfte. Krass. Kurt G schreibt gerade den Kund von RZ800, meine ich. Ja, und ach so, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt, jetzt hast du mich aufgeklärt. Der Kund von RZ800 hat also Fingerprint. Aha. Ich hoffe, der funktioniert auch bei Regen. Das war nämlich, ja, das ist so ein Problem gewesen bei der Horven EK3. Da hast du so ein Touch-Display und dann solltest du, immer, dann musst du so rüber streamen, ne? von rechts nach links, von links nach rechts, um die Karre irgendwie einzuschalten. Nur blöd, wenn es regnet. Dann funktioniert das nicht wirklich gut. Ähm, also, Fingerprintsensoren bei äußeren äh, Witterungsverhältnissen, die nicht optimal sind, ist immer so ein Thema für sich. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber ja, warte mal. Ich gehe jetzt einfach nochmal ganz kurz hier. Ich bin noch bei Kunden von drauf. Der RZ800. Aber. Ganz ehrlich, es scheint ja so zu sein, dass das ein E-Scooter ist, der kein... Oder ist das ein EKRV-E-Scooter? Also erstmal ist alles englischsprachig. Kund kun, 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 sieht erstmal nicht so aus. Müssen wir mal beim KBA gucken. Vielleicht sagt er ja das KBA, dass die eine ABE bekommen haben. Hm, interessant. Bernd schreibt mal, bin mal gespannt, wenn der Phoenix kommt <laughs> und du ihn testest. Also Bernd, wenn du mir keinen Phoenix in die Hand drückst, werde ich ihn wahrscheinlich nie testen. Denn äh, IHawk gibt mir keinen Phoenix. Und auch kein Elite X. Also, da werde ich wahrscheinlich warten müssen, bis wir uns gemeinsam, äh, bis wir uns gemeinsam dann auf dem E-Scooter-Treffen treffen. Ich gucke mal gerade jetzt hier. Mir wurde gerade noch parallel geschrieben. Also, immer wenn ich im Stream bin, dann wird mir immer parallel noch geschrieben. Ähm, ist auf jeden Fall eine schöne Uhrzeit gerade. Wie viele Leute sind denn? Ja, 64 Leute sind online. Ja, cool. Freut mich. Ähm, genau. Dann Gia. die G-Ananas. <laughs> ah. Ja, geiler Name. Das ist mindestens genauso gut wie Oli P. und Klaas, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Gianna da schreibt, ähm, wann geht es mit dem Hopper weiter? Naja, das ist die Frage, wann es mit dem Hopper weitergeht. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Kommt da noch was vom Hopper? Fährt er denn noch? Also ich, ich bin, bin da jetzt erstmal raus. Wir hatten jetzt den Hopper nur einmal in Berlin gesehen. Vielleicht müsst ihr euch mal ein bisschen erkundigen, es ist ja jetzt demnächst auch die Velo in Berlin, ob die vielleicht auch auf der Velo vertreten sind. Wir selber sind ja auf der iMobility in Stuttgart. Die findet jetzt auch Anfang April statt. Da präsentieren wir euch dann aber die neuen Modelle von Super Soko wie Moto in Kooperation mit Hammer International. Da werden wir euch Fahrzeuge der Klasse L1E und L3E zeigen. Ihr wisst ja, dass wir hier nicht nur E-Scooter machen und E-Bikes, auch wenn wir momentan echt eine Menge E-Bikes und E-Scooter testen. Und E-Roller, es gibt auch unser Wandler-Video in den nächsten 14 Tagen, möchte ich nur noch mal erwähnt haben. Wandler-Video kommt auch, freue ich mich schon sehr darauf. Ich habe aber gesagt, ich will auf bessere Temperaturen warten, weil es echt schade wäre, wenn wir nach 30 Kilometern stehen bleiben würden. Ich denke, 40, 50 sind da sicherlich drin. Und äh, Vimoto ähm, stellt ja jetzt nach zwei Jahren der Entwicklung endlich die Stash vor, dass die hier auf den deutschen Markt kommt mit ABS. Das Ganze wohl für 7.000 bis 8.000 Euro. Und damit ist es wieder ein Äquivalent zur. NIO RQI und auch zu den ein oder anderen großen Herstellern. Ihr wisst ja, Honda, Yamaha, Kawasaki und Co. Wollen jetzt alle mit großen Fahrzeugen kommen und auch BMW mit der C02 zu einem guten Preis. Ich glaube, die liegt irgendwo zwischen 8 und 9. Wird ihr jetzt demnächst ihr neues Fahrzeug launchen. Und wenn alles klappt, dann darf ich die auch mal dank Tech4Fun mal Probe fahren. Vielen Dank, vielen Dank. Darf ich an der Stelle nochmal sagen, abonniert gerne Tech4Fun. Das sind ganz tolle Leute. Da haben wir schon tolle äh, Interviews mitgemacht mit den Jungs und Mädels. Ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Das ist sehr, sehr professionell. So, Enjoy, ich schreibe gerade, Jojo S5 getestet. Fragezeichen. Habe ihn für ca. 600 Euronen ähm, gekauft. ist nicht verkehrt. Ja, sind wir dran. Wir sind jetzt erstmal noch an der Firma Slide Fox dran. Wenn er nochmal den NT, wenn er dann in der tatsächlichen Serienversion, er soll wohl nur noch so einen blauen Streifen kriegen. Den werden wir noch testen. Und eigentlich sollten wir auch den Georgia S5 bekommen. Aber irgendwie schreibe ich da Mails und kriege keine Antwort, auch wenn wir im Februar noch gesagt haben, los geht's. Naja, M. Schneider schreibt gerade nö, Marc Ninnendal, ich schreibt gerade Hi, Marcel, moin. MiniCraft GAG, ich bin neu. Ja, du bist neu, das freut mich. Ich hoffe, du hast den Kanal abonniert. Wir freuen uns auch über neue Kanalmitglieder und unten rechts, ihr seht es ja. Ja, Das ist schon so die Ostervorbereitung. Ähm, da freut sich unser kleines Osterhäschen, auch wenn es ein bisschen gefüttert wird. Oh, wer will, kann ja mal was in den Superchat reinhauen. Wir freuen uns immer. Äh, Marc Dinder schreibt gerade: Hatte ja schon mal gefragt nach deinem Scooter für mich oder nach einem Scooter für mich. Entschuldigung. Mit 125 Kilo und 1,94, was sagst du im Vergleich zum Fritz? Beim Fritz war die Feder am Limit. Puls ist härter. Wie ist der Puls im Vergleich? Puls ist härter. Ist tatsächlich so. Kann ich dir jetzt schon sagen, ich, wir sind ja. Also, Fritz hat quasi fast einen genauso hohen Lenker wie der Puls. Die nehmen sich da beide nichts. Aber die Federung beim, beim Puls ist etwas härter abgestimmt. Und ich sage es nochmal. Ähm, diese Federn bestehen ja, das sind ja das ist eine mechanische Feder, die kannst du theoretisch aufschrauben, das ist kein Hexenwerk, kann man machen. Ähm, EPF überlegt vielleicht sogar später noch andere Federsätze anzubieten mit anderen Polymeren drinnen, wo man diesen Härtegrad noch einstellen kann. Ansonsten kann man diese Polymere auch bei AliExpress und Co. bestellen und dann kann man sich das zuschneiden. Und dann könntest du auch einen Fritz zum Beispiel, na klar. Ähm, wenn der das bietet, ich habe noch nicht geguckt, ehrlich gesagt, das müsste ich bei meinem Freund noch mal machen, das Polymer in der Feder selber nochmal austauschen. Und dadurch kriegst du das Ganze nochmal ein bisschen straffer. Ähm, das ist aber jetzt beim Puls schon gut abgestimmt. Und dann geht es eigentlich ja nur noch darum, welcher ist so ein bisschen zackiger. Ne? Beide hobbywing drinne. Die sind von der Konstruktion her ähnlich. Es ist am Ende wirklich eine Geschmacksfrage und preislich sind sie auch ganz nah beieinander. Der EPF Puls hat allerdings ein etwas größeres Akkusystem, weil da bieten die ja wirklich für 1.449 Euro 20 Ampere-Stunden an. Also das ist schon auf 21700er und dann lädst du auch mit 3 Ampere und nicht mit 2 Ampere, denn in der Grundversion ne, für 1.069 Euro hast du 18650er drin und gehst mit 2 Ampere rein. Nur mal so. E gleich schreibt, ja, ist eine 100%-Information, eine 100%-Information, dass da in diesem Gremium tatsächlich auch Sharer sitzen. Ja? Echt, das ist da. Aber da fest man sich ja dann auch an den Kopf. Also da frage ich mich ja wirklich, ähm, also sowas müsste mal offiziell gemacht werden, wirklich. Tech4Fun schreibt gerade, bin gerade beim ersten Laden unser Equid One. Ah, super. Du, ich habe den Equid One auch. Nächste Woche wird mal eine Runde gefahren. Erster E-Scooter, der nicht das Display abschaltet, sondern die Reichweite und Ladung anzeigt. Ja, wer Scooter haben, was, wer Scooter haben, das sonst, welche Scooter haben, das sonst doch? Ja, also so eine Restreichweitenanzeige, meinst du jetzt? Das ist tatsächlich ein cooles Gimmick. Und was meinst du, und Ladung anzeigt, wie meinst du, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Ego Gleit, kannst du ähm, auf Bogestra nachlesen? <laughs> ja, stimmt, man kann alles nachlesen auf den, <laughs> auf den Verkehrsbetrieben und der Hochbahn. Okay, Bernd Hensiger schreibt, ähm, ähm, die Wand bitte, Tapete. Welche Wand meinst du, Bernd? Meinst du die? Hier? Nee, das ist keine Tapete. Das ist, ähm, das ist, äh, sag mal hier ganz schnell, was ist denn das? Ja, Styropor. Oh, Bauhaus. Ganz normal. Ja, das sind so äh, Styroporkacheln. sehen aus wie echt, aber ähm, wiegen halt nichts und kannst du so ganz normal ankleben. Das ist total geil. Kannst auch doppelt als ein Klebeband nehmen. Mega, oder? Und hat halt kein Gewicht. Das ist das Schöne. Im Aachener Raum dürfen die E-Scooter noch Bus fahren. Na, Gott sei Dank. Minicraft-GAG schreibt, wo lagert ihr eigentlich die ganzen E-Scooter und so weiter? Habt ihr eine Lagerhalle? Wieso? Möchtest du jetzt wissen, wo ich mein Lager habe? Was hast du vor? <laughs> Keine Ahnung. Ja, tatsächlich gibt es noch äh, eine kleine Ecke, wo wir dann auch noch Fahrzeuge parken, weil es wird uns einfach zu viel. Andreas Fröhlich schreibt, wann kommt dein RCB-Video? Lieber Andreas, ich habe den RCB erst vor zwei Tagen bekommen und in der nächsten Woche sind erstmal andere Videos geplant. VMAX Extreme ist erstmal geplant, Kugirin ist erstmal geplant, nee, Kugirin ist nicht geplant. Ähm, Equid One ist geplant, das sind immer schon zwei Drehtage, ne? Wandler ist geplant, ganz wichtig, da freue ich mich auch schon sehr drauf und dann gibt es noch ein, zwei E-Bike-Videos, was wir noch machen, also vermutlich erst in zwei Wochen. Ich schaffe das nicht vorher und dann wenn ich es in zwei Wochen geschafft habe bin ich schon wieder drei vier Tage wie gesagt in Stuttgart M Jody schreibt gerade ähm, morgen kommt mein Slide Fox NT bin gespannt super hab mit den Jungs tatsächlich auch heute telefoniert die sind richtig beschäftigt in der Logistik weil alle jetzt natürlich fleißig ihre Roller haben wollen hatte ja den Phoenix bestellt äh, in der Faunus Edition aber ist ja auf dem Rückweg nach China deswegen alternativ jetzt erstmal den Slide Fox ja die Faunus Edition ist auf dem Weg auf dem Weg zurück. War das dieses Lackthema oder was war das Problem? Code schreibt gerade, bin aus Österreich, kein Problem mit dem Teil. Ah, okay, cool, das freut mich. Bernd, was? Du bekommst kein P. Ja, ich bekomme keinen. Muss ja auch nicht. Es hat auch nicht jeder Lust mit uns zusammenzuarbeiten. Muss auch nicht. Wenn die im Prinzip ihre Rolle an äh, fünf andere äh, YouTuber schon verteilen, dann haben wir ja eigentlich genug Videos. Muss man jetzt auch mal ehrlicherweise dazu sagen. Und ich habe im Moment, bin ich auch ganz ehrlich, ich liebe es, E-Scooter zu testen. Wir ist ja nicht umsonst scooter ja. Aber es macht auch irrsinnig viel Spaß, momentan E-Bikes zu testen. Also ich merke, dass sich da bei mir so eine richtige Passion entwickelt, da auch verschiedene Konzepte in verschiedenen Größen zu vernünftigen preis leistungs wo ich sage, ich gehe nicht in so ein E-Bike-Geschäft und zahle jetzt mal schnell 5K. Es gibt hier wirklich Fahrzeuge, wo ich selber dastehe und sage, wie geht das für etwas über 1000 Euro, ja? Heute wieder. Mockwheel. Mesalite ähm, ST 2.0. Nur mal so. 26 Kilo, 135 Zuladung, 14,8 Amperestunden. Okay, 27,5 x 2,4 Zoll breite Bereifung. Geil. Und dann packen die da 180er Bremsscheiben rauf. Eine richtig geile äh, Tektro-Scheibenbremsanlage. Ich glaube, das war die M275. Ähm, dazu wieder dieses geile Display, in den Rahmen eingelassene äh, Rücklichter, äh, Shimano Tourney, Drehmomentsensor. Und das Ganze haltet euch fest für 1099 mit Gutscheincode SH501049. Und dann kannst du dir noch ein Zubehörpaket im Wert von 360 Euro umsonst bei MogWeb mit dazu bestellen. Ey, da sitzt du denn wirklich da, da stehst du denn da und denkst dir, wie geht das? Wie geht das für 1000 Euro, so ein E-Bike auf die Beine zu stellen? Also, äh, ich bin immer wieder überrascht. Und so geht es mir dann aber auch, wenn ich mir die E-Scooter reinziehe. Ne? Dieser Evercourse für 439 war schon richtig gut. Ähm, dann dieser, was wir davor hatten, dieser E9 T-Max war ganz nett, sage ich jetzt mal, aber hat doch irgendwie ein bisschen altbacken vom Display hat mir irgendwie nicht so gefallen und auch kein Punch, ne? RCB bin ich mal gespannt, Cookie ist ein reines Spaßding. Hilde wird sicherlich viele interessieren mit meinem Gewicht Offroad geht da was, geht da nichts? Schaut euch das Video an nächste Woche, aber auch Equid One, ja? Also warum sprechen wir nicht über Fahrzeuge, die im Prinzip auch von der Qualität her so weit oben sind, ja? Mit TFT, mit Wechselakkusystem und allem drum und dran. Das wird auch ein Thema. Ich freue mich, dass Tech4Fun da auch noch ein Video dreht ähm, und dass wir den Equid da auch noch ein, ein bisschen befeuern können, weil das sind richtig, richtig geile Fahrzeuge. Ich habe den Equid X und den Equid X Plus habe ich schon ganz hart gefeiert und auf den Equid One freue ich mich auch sehr, weil es von der Konstruktion mit dieser 11-Zoll-Bereifung auch noch mal was ganz anderes ist. Ähm, dann schreibt hier gerade, warte mal, EcoGlide schreibt gerade, also die VDV hat ja empfohlen, E-Scooter zu verbieten, die haben aber eine neue Kooperation mit Tierleim, ähm, dieser ist jetzt auch bei Progester Hochbahn und bei den ganzen Nahverkehrbetrieben, dabei die Mitnahme von e verboten. Herbert schreibt gerade guten Abend an alle. Herbert, du bist auch am Start. Schön, du hast dich genau für den richtigen Stream entschieden. Schön, dass du da bist. So. Ähm, <laughs> Bernhensinger, wo ist. <laughs> wo, ist denn, äh, wo ist denn Bursche aus Zürich? Ja, das weiß ich mich auch. Ähm, EcoGlad schreibt gerade mal, das ist äh, niemals Zufall. Ja, das ist echt komisch, wenn du so ein Gremium hast und den VDV und dann sitzen da wirklich jetzt ähm, ähm, einfach Partner aus dem Bereich Sharing oder dir denn auch die Frage stellt, ist doch klar, was jetzt hier gleich passiert. Ja? Und alle, die der Moment drin sind. Daniel W. schreibt gerade auch schon Elite X gefahren. Nein, noch nicht. tech 4 schreibt gerade: blöd Mann, du musst dich doch nicht bedanken. Wir werden Riesenspaß. Mit dem Ding haben und dennoch eine kühle Brause trinken. Oh, eine kühle Brause werden wir also trinken. Das finde ich ja richtig geil. <laughs> eine kühle Brause. Da bin ich dabei. Hier, ne? Tech for Fun hat schon gecheckt, dass ich hier nur Wasser trinke, damit sich mein Quadro Pack weiter ausbaut. Oh. Und ja, das ist nur ein T-Shirt unter meinem Pullover. Das ist kein dicker Bauch. Ich muss das immer wieder sagen. 79 hm. schreibt gerade: Warum kommst du keine Scooter zum Testen von iHawk? Ist doch Werbung ohne Ende. Trotz der nicht perfekten Scooter. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es einfach nicht. Ja, ich habe den letzten, das letzte, was ich getestet habe, war Legacy 2.0. Dann hatten wir darüber gesprochen, dass sie mir ein Nein schicken wollten. Dann wurde der Kollege aus dem Marketing ausgetauscht. Dann gab es neun Kollegen aus dem Marketing und dann gab es irgendwie nichts mehr. Hm. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, also vielleicht ich bin ja auch wirklich ich bin ja auch eine ehrliche Seele ne wenn wie gesagt und ihr habt es ja mitbekommen in der Vergangenheit ne da gab es ja jetzt da können die anderen mehr zu sagen Techniktest Technologie Live irgendwelche Verträge Wohlwollen Bla Sülz, Tralala das ist eigentlich völlig ja, egal. Ne? Also, ich kann das unterschreiben, aber wenn was scheiße ist, sage ich es trotzdem. Also, <laughs> und mir fährt auch keiner über den Maul. Bin ich wirklich. Und da bin ich dann auch richtig. Da kann ich auch richtig Berlinern. Dann kommt der Ecke wie ist der warte, Dette? Und dann packen wir da richtig aus. Ich glaube, nach über 1000 Videos, die wir mittlerweile gemacht haben, wissen die Leute schon, wie sie uns zu nehmen haben. Aber äh, Freunde, die, die Möglichkeit wird sich sicherlich äh, ergeben, spätestens beim Survival Masters-Treffen. Und geht mal bitte davon aus, das ist ja wirklich das andere Ende von Deutschland. Ich werde versuchen, mir irgendwie einen Camper zu organisieren. Für kleines Geld. Wenn jemand jemanden kennt, der vielleicht für kleines Geld einen Camper zu verkaufen hat, also ein Campingmobil, der kann sich gerne bei mir melden. Ich bin auf der Suche nach einem Camper, aber nicht für 40.000, 50 50.000, sondern irgendwas, was man noch bezahlen kann, so wie früher. Weißt du, wo du gesagt hast, boah, hier, der ist zwar jetzt zehn Jahre alt, aber der hat eine tolle Ausstattung, der funktioniert. Ich habe nämlich noch einen Transporter, einen Renault Master, der hat 20.000 Nein, nein, der hat natürlich 120.000 runter. Und den verkaufen wir jetzt demnächst und alles gut. Ja, und dann haben wir endlich mal ein bisschen Kleingeld, um da in einen Camper zu investieren. Ich freue mich schon sehr. Ähm, also wenn jemand jemanden kennt, sagt gerne Bescheid. Ecolight, wenn du mir die Mail gibst, kann ich dir die ganzen Screenshots mal schicken. Verfahren. grüße dich, Marcel. Ich bekomme nicht meine Antwort von. Iron. Aber es ist okay, manchmal sind andere Dinge wichtiger, die haben halt aktuell viel zu tun. Genau, und ich finde auch, das ist vollkommen in Ordnung. Und wenn sich eine Möglichkeit ergeben sollte, dann nutzen wir die Chance, gemeinsam da einfach mal die Roller zu testen. Bin da auch tiefenentspannt, weil es genug andere Dinge gibt, die momentan cool sind. Und das lasse ich dann auch gerne den survivor jungs und dem Technologie Life und Co. Die können sich da gerne mit IOH dann eben auch austauben. Wir haben ja auch viele andere Sachen und schöne Sachen zu tun. Und jeder hat seinen Content. Und ich sage das ja immer und immer wieder. Ja? Jeder YouTuber ist ja wirklich anders. Und äh, das finde ich auch so cool. Deswegen kann man sich immer verschiedene Perspektiven reinholen. Marc schreibt noch mal gerade, danke für die Antwort. Was sagst du zum Thema Steigleistung? Auch der Puls, die Nase vorn. Ähm, Video hast du gesehen. Fand ich okay. Ja? Ähm, hintenrum hätte es ruhig noch ein bisschen mehr, mehr Druck. Vertragen, bin ich auch ganz ehrlich. 22 macht er ja. Wir sind eine langgezogene Steigung hochgefahren. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie viel das waren. 10, 12 Prozent wären es schon gewesen sein bei meinem Gewicht mit 100 Kilo, denn in der Außentemperatur, da sind wir aber gut hochgekommen. Ja? Muss ich ganz klar sagen. Ähm, aber es wird immer den Roller geben, der dann eben noch schneller ist und noch mehr Druck produziert. Das Konzept ist beim Puls, halt, glaube ich, auch nochmal ein anderes. Es ist halt ey, wirklich guter Einstiegspreis, komfortabel, eine gute Rundumausstattung, Rundum äh, ohne da jetzt viel schönreden zu müssen. Und die Optimierung mit dem Motor, dass man den 20 Prozent größer gemacht hat, das hat, schon, das hat schon echt Hand und Fuß, äh, muss ich sagen. Und ich, wie gesagt, das, was wir da in Hessen gefahren sind oder bei Idstein, gerade diese Steigung, die kenne ich hier gar nicht. Also ey, wirklich mal so einen Kilometer einen Berg hochfahren, das gibt es hier nicht. Gibt es hier in berlin brandenburg nicht. Ja. Das ist ja 500 Meter mal den Prenzlauer Berg hochfahren oder mal den Mückelberg. Oder du fährst im Kreis, ja, gut, klar, könntest du jetzt den, den Teufelsberg hochfahren, aber da ist die Strecke auch eher bescheiden. Das macht dann auch keinen Spaß nicht abschaltet, sondern die Ladung von dem Ladezustand in Echtzeit während des Ladens anzeigt. Ach so, das meinst du jetzt. Ja, okay. Ähm, oh, du, ganz ehrlich, oh, da fällt mir jetzt aber doch auch keiner ein. Das sind doch so Sachen, auf die finde ich super, dass du darauf achtest. Ist bestimmt auch cool, das dann in einem Video mal zu erwähnen. Vielleicht mache ich das auch. Danke für den freundlichen Hinweis. Ich werde mal jetzt speziell darauf achten, welche Scooter diese Funktion bieten. Ich hätte mir allerdings bei dem... Ähm bei dem Equid One hätte ich mir noch gewünscht, dass die App noch ein, zwei mehr Funktionen bietet und dass wir vielleicht auch da die Möglichkeit bekommen, irgendwie die Navigation mit auf dem Display anzuzeigen. Also Soflow und Vmax hat es ja schon bewiesen, wie gut das funktioniert. Das geht richtig gut. Also hat auch Spaß gemacht, das auszuprobieren. Und dann gibt es aber auch einige Hersteller im E-Bike-Bereich, die das nicht so gut können. Also es gibt Hersteller wie Aro unter anderem. Wir haben ja gerade das Ardo A28 Pro, haben wir gerade getestet. Wenn du da zum Beispiel das Navi rüber streamst, denkst du dir, was, ich soll jetzt links abbiegen, aber da geht's doch mitten in den Wald oder in den See oder das hat nur null funktioniert. Ich saß dann da und dachte mir, oh Mann. Also ein paar mehr Funktionen wären schon irgendwie cool, aber dann gibt es wieder Funktionen, wo du denkst, oh ja, das ist ja super praktisch, da hat wieder einer nachgedacht. Also es ist immer so ein Demon-Nehmen. Ne? Ah, okay, Bernd schreibt gerade cool die Wand, EcoLight habe dir eine PM geschickt. Ah, schön. Bernd schreibt immer schön zu sehen, dass du immer entspannter wirkst. Ja, meine Frau hat irgendwas in das Wasser gemacht. Ist es. das? Glide mm. gleich. Ähm, Bernd schreibt nochmal. Das schönste Bike, was ich in deinen Videos gesehen habe, war letzte Woche. Das war orange lackiert und so ein Fettbike. Genau, das war das Lenke Lazy RX800. Und wir werden ja nochmal das Duca Ray DM530 vorstellen. Das ist auch richtig geil. Das sieht auch so aus. Schön in Orange mit einem Drum und dran. Äh, aber. Das wird eines der stärksten Fatbikes sein, die wir bisher getestet haben. Denn da haben wir kein 48, sondern ein 52-Volt-System. Das heißt, da blasen wir den Hubraum nochmal auf. Ich vergleiche das immer mit Hubraum. Ja? Kann jetzt jeder so vergleichen, wie er möchte. Ich fand das eigentlich ganz cool. Daco Kovacevic ist auch da. Hallo aus Bayern. Hallo zurück. Mark, nochmal, weil du die versenkt und... Und da, die dann Schrott sind. Ja, 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 genau. Also, ich muss dazu sagen, das ist natürlich nicht gang und gäbe, dass wir E-Scooter versenken. Aber in letzter Zeit habe ich dann immer wieder so, also, das ist natürlich das Geile. Ne? Da kommt eine Nachricht, ja, hm, du testest die E-Roller ja gar nicht richtig, du versenkst die ja gar nicht mehr. Und ich denke mir, ey, Freunde, ist das euer Ernst? Ich kann doch nicht jeden E-Scooter in See schmeißen, Also, wenn ich das mal mache, dann mache ich das auch mal aus Joke. Ja, dann ist das also, das ist nicht mal ernst gemeint in dem Moment. Ja, also, wo wir den G30 D2 damals versenkt haben. Und den wieder freigeblasen haben. Leute, nach einem halben Jahr hat er auch die Rufe gemacht. Ja, da konntest du, Platine war durch. Wir haben den zwar getrocknet mit einem Drum und Dran, aber es gab trotzdem Korrosion und siehe da, nach einem halben Jahr ging nichts mehr. Karre aufgemacht, Thema erledigt, brauchtest du eine neue Platine. Und denkst du, wir haben eine neue Platine bekommen? Nein, haben wir nicht. Was haben wir mit dem Roller gemacht? Wir haben ihn damals als gebrauchten Schrotti verkauft. Das war das Ende der Geschichte. Und, das, was wir jetzt auch vor kurzem gemacht haben mit dem e 9 Max, ich, ich mache das mal, ja, einfach aus äh, Just Fun. Und ich mache das mal bei Fahrzeugen, wo ich weiß, dass sie das abkönnen. Wenn die so einen richtig, richtig geilen IPX6-Schutz haben. Und wenn ich weiß, dass der Akku IPX7 hat, wenn der, der Akku gekapselt ist und die Stecker safe und allem drum und dran, ja, so wie in diesem einen io-hawk video wo die mit dem Wasserstrahl da ins Gehäuse und dann läuft das Wasser ab, dann kann man das mal machen. Aber das wird hier nicht die Regel bei mir spreche ich dir. Oh, ist auch wieder da. Servus mir hat richtig EPF-Puls gefallen, wo du heute Video gemacht hast. Schaut mega gut aus, EPF-Puls, und schönes Wochenende und frohe Ostern. Ja, frohe Ostern ebenfalls zurück. Ähm, genau, Giovanna schreibt gerade jetzt hier oder nee, Andreas schreibt an, G-Ananas <laughs> sind nicht überall verboten. Äh, Mark Dinder suchen wir auch, bau den Transporter mit Kiste um. Ja, nee, nicht umbauen. Einfach mit Kiste umbauen, ist nicht so einfach. Du Weißt, erstmal musst du auch die Zeit haben, den Umbau zu realisieren. Ich habe mich ja damals, wo wir unser ähm, Camping-Video gemacht haben, habe das gesehen vor vier, fünf Monaten, hat auch 20.000 Aufrufe. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Cool. Ja, wir haben jetzt campingmäßig mal zwischendurch was reinhauen. Macht, glaube ich, schon Sinn. Und da habe ich mich ja auch mit den Jungs und Mädels unterhalten aus Berlin und die meinten ja auch, ey, so ein richtig guter Umbau, bist du schon mit 20.000, 30.000 Euro dabei? Und die haben jetzt auch ganz häufig gehabt, dass da. Ähm, User zu denen gekommen sind, nachdem sie den Facebook-Kanal da beobachtet hatten und alles und angefragt hatten, ob die ihnen nicht helfen könnten, weil die sich einfach vollkommen überschätzt haben. Ey, das unterschätzt man wirklich. So ein, so ein Ausbau von so einem Transporter mit, ich sag mal, Scheibe. Also musst du musst ja erstmal dann Löcher machen, damit du da Scheiben einsetzen kannst, Elektronik mit Sicherungskasten und, und, und. Du brauchst auch die Zeit dafür. Das ist ein Projekt, das setzt du nicht in der Woche um. Da, da gehen Monate drauf. Und ähm, ja, ist sicherlich wertsteigernd oder werterhaltend. Das, was du reincheckst wirst du vielleicht später auch wieder rausbekommen. Aber ich bin ganz ehrlich, nachdem ich jetzt auch die eine oder andere Campingmesse besucht habe, gibt es einfach Fahrzeughersteller, wo ich sage: Okay, hier kriegst du für 40.000, 50.000 Euro schon ein vernünftiges Fahrzeug. Da ist dann auch alles drin. Jetzt habe ich mich mit meiner Frau geeinigt, dass wir keinen Kastenwagen, sondern am liebsten dann doch einen Teil integrierten haben wollen. Jetzt guckst du wieder bei den Gebrauchten, aber die Gebrauchten sind immer noch so unglaublich teuer. Deutschland hat sich äh, es ist alles so teuer geworden. Das ist Wahnsinn, alles ist teurer geworden. Und Im Moment ist es nicht bezahlbar. Deswegen habe ich ja gesagt, also wenn noch einer jemand, also wenn noch einer so ein Campingmobil rumstehen hat und sagt, er würde ihn gerne abgeben. Ich bin da. Ich hätte Bock drauf. Steve C ist auch da. Hallo, Scooterheld. Ja, moin zurück. E ist gut, da fahren es ebenfalls immer. Marcel, ich habe dir ja angeboten, zu uns zu kommen, wenn du in Stuttgart bist. Und ja, ich würde dir meine Elite X Antwort oh, Ich krieg deine Elite X Yes! Ja, wenn ich nicht so viel arbeiten müsste. Ja, das wird, ey, das wird schon voll. Also wenn ich da ja zwei Tage Messe mache, weil ich mache eigentlich nur einen Tag Messe. Ich fahre einen Tag hin, äh, schlafe dann, wie gesagt, bei Bekannten, dann einen Tag Messe und dann nächsten Tag zurück. Und Fabi als Kameramann ist auch da. Ja, würde sich schon anbieten. Aber ich bin dann nach so einem Tag auch platt, ne, wenn ich dann so acht Stunden Dreharbeiten hinter mir habe. Ähm, und das Material muss ja dann auch noch äh, verarbeitet werden. Warte mal ganz kurz. Das krieg ich ich kriege jetzt parallel übrigens schon, weil natürlich unser Stream jetzt auch auf Facebook und Twitch und äh, X läuft. Finde deine Videos Hammer. Kannst du nicht mal den Ridstar Q20 2000 Watt testen? Ach süß. Ja, der Bear o hat mir gerade geschrieben. Machen wir irgendwann mal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich, weiß, glaub, ich, ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde, mein Lieber, dass ich da, wenn ich in Stuttgart bin, das ganze Ding noch zu testen. Dann haben wir noch mal den Andreas, der schreibt: gibt es eigentlich für nichts eine preislich gescheite Lösung zum Aufrüsten? Hast du da Erfahrung? Ja, da gibt es tatsächlich Nachrüstmöglichkeiten. Das wäre was für unseren Freund der Siro-Pionier. Ist der heute da? Der baut nämlich handelsübliche Fahrräder zu E-Bikes um. Genau. Das Ganze auch, glaube ich, für kleines Geld, das funktioniert. Video habe ich gesehen, meint im Vergleich zum Fritz, den hatte ich schon mal in der Steigleistung. Hat gereicht, aber die Federung leider nicht. Ja, das ist wirklich ein Kompromiss. Also, das ist, ich würde sagen, powermäßig sind die ja gleich auf. Wir haben ja die gleichen Nennwerte, Fritz und auch EPF-Puls 500 auf 1200 bei 48 Volt. Die kann man wirklich von der Leistung vergleichen, nur dass halt eben wie ich finde, die Federung beim Puls noch etwas straffer ist. Also ich muss jetzt nur schauen, was für dich das Richtige ist, weil auch Lenkerhöhe ist fast identisch. Äh, wann wird Chef von EPF Puls Unboxing zeigen? <laughs> ähm, wann wird Chef von EPF Puls Unboxing zeigen? Ähm, also wir werden auf jeden Fall noch ein Interview zum EPF, beziehungsweise für oder von ePowerFun machen. Steve schreibt gerade nochmal, wird es ein Fuki 2 geben? Ja, Fuki gibt es schon mit F Frontfederung, 30 Ah Akku. So wird der GS mit der Straßenbereifung LG aus Baden also es wird keinen Fuki 2 geben, der wird als Kupop äh, verkauft. Fuki wird es so an der Stelle, glaube ich, nur noch als Fuki First Edition geben. Ähm, die Jungs und Mädels haben sich da geeinigt, dass man nur noch unter dem Namen Kupop verkauft. Seven-Nine ist auch da. Die Leute von IOHAC sind zurzeit nicht zu erreichen, weil sie einen hohen Krankenstand haben. Und die Leute, die im Büro sind, ja, sind jetzt auch in der Produktion mit eingespannt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das tut mir auch richtig leid. Ne? Also ich kenne das ja. Ähm, wir hatten ja auch mal. Einige Mitarbeiter und die Sache ist einfach die: fällt einer aus, muss ein anderer übernehmen und dann hast du so eine Kettenreaktion, wo dann eben nichts mehr geht. Und wenn dann sowieso Probleme an irgendeiner Stelle ähm, sind, wo du weißt, sie haben jetzt hier mal 1000 Scooter und äh, das hatten sie ja anscheinend mit dem Elite X, wo sie da richtig Probleme hatten mit dieser Lackierung oder mit den Updates oder mit dem Display, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Rattenschwanz ist. Ne? Jens schreibt gerade so, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Andrea schreibt gerade auch, dir auch, Jens. Seven Niner Wochenende bei umsonst keine Zeit. Ist für Büro und Telefonservice. Die melden sich auf App Auch Sonntags los. Die geben viel Mühe. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja, genau. Die werden da auch richtig Chaos haben und werden da auch richtig zu tun haben. Alles in allem. Wir können mal gerade gucken, wo wir gerade stehen jetzt hier. Ähm, immer noch 61, super. Und wen haben wir denn jetzt? Wir haben einen neuen Abonnenten, der Marcel. Hey, Namenswetter, mega! Schön, dass du da bist. Richtig cool. Ähm, Tech for Fun schreibt gerade nochmal 7-9. Ja, das denke ich. Und ähm, ohne iHawk in den Schutz zu nehmen, aber die Jungs hatten schon viel Pech mit dem Scooter naja, und dem Rand. Ja, du, keine Frage. Gar keine Frage. Sehe ich auch so in dem Fall. 7, ähm, warte mal, was schreibt er gerade? Bernd schreibt gerade mal 7 Ja, aber mal ein bisschen Resonanz auf die Kunden wäre auch schön. Ja. Ja, da jetzt wird schon wieder sehr politisch, ne? Alles, was das Thema IWOK betrifft. Ich meine, die haben halt wirklich Arschkarte gehabt, wo denen alles abgefackelt ist. Und da will man auch nicht in der Haus wenn du dann anfangen muss jeden Beistift neu zu kaufen, kann ich das schon nachvollziehen, dass das irgendwo ein bisschen anstrengend ist. Wird der Fritz 2.0 viel mehr Power haben, schreibt H.A. Hm. Also ich habe da was Leuten hören, aber ich kann ja da leider auch noch nichts Genaues sagen. Wenn es da. Informationen geben sollte, dann hauen wir die auf jeden Fall raus. Und wenn es ein Fahrzeug geben sollte, was äh, getestet werden muss, dann werden wir auch dieses Fahrzeug testen. So, Freunde, die Stunde ist um. Ich denke jetzt mal, dass demnächst wieder einer der anderen Kollegen online gehen wird. Wir haben es jetzt 18:30 Uhr. Ich habe meiner Frau hoch und heilig versprochen, dass ich jetzt äh, offline gehe und mit ihr Ambrot esse. Euch wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Abend. Ja, genießt den Abend, genießt das Wochenende. Denk daran, bald ist Ostern und äh, da werden wir auch wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Jetzt kommt wieder die Bleistiftgeschichte. Was ist für eine Bleistiftgeschichte! <laughs> jo Leute, ihr habt jetzt erstmal einen schönen Abend und äh, wir sehen uns dann und hören uns in der nächsten Woche. Ähm, wird erfolgreich, denke ich mal. Wir werden eine ganze Menge Videos weiterhin veröffentlichen und Mensch, kauft dem Herrn Arndt mal ein paar neue Bleistifte. Ja, bitte spendet. Das wird jetzt hier gerade geschrieben. Ich wiederhole jetzt nur, was hier gerade steht. So, Klaas schreibt auch gerade. Klaas, ich hoffe, du hast unseren Kanal abonniert. Sagt Joko, wird er ja auch gleich Bescheid. Oli P. ist auch da. Vielleicht schreibt er noch ein Lied für uns. Richtig geil, was hier für Leute im Chat sind. Ich freue mich mega. War richtig schön, mein Lieber. Vielen Dank. Ihr macht jetzt weiter und ich muss zu meiner Wonder Woman, bevor ich noch den Arsch bekomme. So ist das nochmal. Ja, ja, ja.